Warte mal ab, bis ich hier meinen ganzen Plimplim mitgebracht habe, Schatz. Der erste Segelturn und schon werden wir gnadenlos überholt. Bist du bereit oder willst du das erst zu Ende sortieren? Können wir kurz besprechen, wie wir das machen jetzt mit dem Rausfahren und so? Aha. Weil ich möchte nicht dann wieder irgendwelche Kommentare haben. Also fahr nicht in die Richtung. Also wir werden da, wo unten liegt der Anker. Ja. Das heißt, ich würde nach rechts abdrehen und da durch. Nicht hier in der Mitte durch, weil hier ja irgendwo dieses Boot liegt. Ja. Das heißt, ich würde hinter dem Aluboot durch. Aha, noch weiter zum Land, ja. Okay, musst du auf die Tiefe achten. Naja, alternativ, was mache ich sonst? Nach links wegdrehen? Ich denke nicht nach da. Naja, nicht dahin fahren. Aber du kannst, wenn du jetzt im Anker bist und dann dich vom Wind so rübertreiben lässt, fährst du hier auf der Stelle so zurück. Hier raus. Ja, was ist denn hier? Ich muss mal gucken, bitte. Hier ist dieses Boot. Wobei wir nicht wissen, wie genau das ist. Richtig. Kannst du auch so weit so unklar? Also kannst du auch neben dem Aluboot lang und dann da durchfahren. Du musst ja halt nur aufpassen, wenn die Swojen, dass du dich nicht erwischen lässt. Ne? Ja, das ist. Ich habe Angst, der Wind ist jetzt so doll, wenn ich dann noch die Kurve da drehe. Ja, dass es so weit an den Ufer kommt. Richtig. Aber du kannst ja dann auch, wenn du den Bug durchdrehst, ja, und dich hier wieder zurücktreiben lässt. Ja, aber hier ist ja in der Mitte das Boot. Ja, aber du kannst dich ja hier lang treiben lassen. Hier ist okay, ja Platz. Gut. Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Ja, wir haben gemerkt, dass unser Briefing komplett eindeutig war, was wir jetzt vorhaben, wie wir das Ankermanöver fahren wollen. Und wir haben auch jetzt gleich die erste Herausforderung, das erste Mal Anker hoch mit der Ankerkralle, die dort in der Kette richtig schön festgebolzt ist. Und der Versuch, sie vielleicht durch den Bugspriet zu bekommen, das klappt nicht. Der ist aber auch verdammt lang und schmal und jetzt sieht man echt artistische Meisterleistungen meinerseits. Dreht es sich weg? Wir sind noch im Anker. Okay. Pass auf deine Finger auf, wenn er gleich straff zieht. Ja, der Vorgang dauert jetzt eine ganze Weile. Und wenn man noch älter wäre als ich, möchte ich mir das gar nicht vorstellen, da vorne zu hängen, um aus dieser Position heraus diesen Schäkel da wieder aufzuschrauben. Was andere, was man bedenken muss, ist, wäre es, wenn man mal schnell den Anker hochholen muss, weil er auf Slip gegangen ist, weil Sturm ist oder das Wetter sogar schlechter ist, da Regen und Sturmböen, da ist es eigentlich fast vorprogrammiert, dass man da vorne irgendeine Scheiße macht, beziehungsweise gar nicht wegkommt oder den Anker hochkriegt. Da müssen wir uns auf jeden Fall eine andere Lösung einfallen lassen. Vielleicht geht es über einen Bugspriet, wenn man vorne was stehen hat und dann noch zwei, drei Dümertau oder abspannt, dass man sich da ein bisschen ordentlicher festhalten kann. Das müssen wir alles gucken oder wir werden eine andere Art von Ankerkralle nutzen müssen. Beim Ankermanöver sind wir nie sicher, auf welcher Seite wir rauskommen, wie zuletzt der Wind auf dem Bug gestanden hat. Und zu unserer gesamten Entschuldigung müssen wir auch sagen, das ist unser erstes Ankermanöver mit dem Boot und da müssen wir halt auch schauen, wie es reagiert und wie wir das hinbekommen. Ich zeige jetzt Steffi, wo die Kette liegt, damit sie da hinfahren kann. Ich muss alle 2,5 Meter Reset drücken, damit der Anker weiterläuft. Und mein schönes Wedeln hat jetzt angezeigt, dass wir über dem Anker sind. Und selbstständig stoppt Steffi jetzt auch das Boot auf, damit wir da nicht völlig rüberrauschen und uns auf der anderen Seite den Anker verzerren. Und jetzt gleich wird sich das Geräusch dramatisch ändern. Das macht mich ein bisschen stutzig, was da los ist, aber er geht dann ganz normal hoch. Mein Lehrer, als ich Motorbootfahren gelernt habe, war ein sehr weiser Mann und der hat uns immer gesagt, wenn was schwer geht, geht was falsch. Und wenn irgendwas mir komisch vorkommt oder sich so ein Elektromotor auf einmal ganz anders anhört, halte ich lieber mal an und schaue nach, was da los ist, bevor ich was kaputt mache. Kann ich los? Ja. Kann ich jetzt geradeaus? Meinst du, das geht? Ja, klar. Wie man hier sieht, ist Steffi sehr gefühlvoll mit dem Gas und ab geht der wilde Ritt durch das Ankerfeld. Ja, so wild wird er natürlich nicht. Wir finden unseren Weg jetzt ziemlich geradeaus. Das hat gut geklappt mit dem Anker hochholen. An Steuerbord soll ein gesunkenes Boot sein, was bis kurz unter die Wasseroberfläche mal geragt hat.
Und deshalb machen wir da einen großen Bogen rum, damit wir nicht aus Versehen da hängen bleiben. Ich bense noch schnell den Anker fest und dann komme ich auch gleich nach hinten zur Helmstation und wir können uns für unser doch geglücktes Manöver abklatschen. Die Fernsteuerung ist da sehr gut wasser- und witterungsgeschützt untergebracht. Ja, auch wie ich vergesse, gerne den Lazyback abends zuzumachen, vergesse ihn natürlich auch gerne aufzumachen. Das wäre ja nicht vor Anker irgendwie netter gewesen, als jetzt schon unterwegs da hochzutouren. Aber gut, man kann sich das Leben auch schwer machen. Ich ziehe jetzt schon mal die Reflein mit raus, damit sich das Segel nachher besser hochziehen lässt und nicht noch zusätzlichen Widerstand erzeugt wird. Und werde das Großfall gleich lösen und auch entsprechend oben den Backoff machen. Ganz besonders schön ist hinten das letzte Stück vom Back. Da muss man tatsächlich akrobatisch wieder einen großen Aufstand machen. Da ist zwar nur Klett, aber auch diesen Klett muss man ja aufmachen, bevor man das Segel hissen kann. Bitte, das ist schon etwas aufregend. Machen wir es groß, ganz hoch, ne? Ja, hätte ich jetzt gesagt. 11. Und als Erinnerung die Vorhersage mit 15 Knoten Max Guests. Dann setze ich schon mal das erste Ref rein, bevor wir anfangen, das Großsegel hochzuholen. Ja, los geht's. Ja, die Seilführung über die Winch ist hier natürlich eine totale Katastrophe. Du musst ihn da drin lassen, dann musst du das da hinten. Aber zum Glück habe ich ja Steffi dabei, die mich darauf hinweist. Brauchen wir Wind auf der Seite kurz? Wie? Wohl. Das Segel ist auf unserer, es muss kurz auf die andere. Hey. Nach rechts. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wir brauchen Wind von der Seite. Und da ist rechts. Ja. Ja, egal wie oft ich mir die Szene angeschaut habe, um zu verstehen, was ich da meine. Und ich glaube, wir sind da ein bisschen verwirrt, was links und rechts angeht. Und ich glaube, wir sollten auch Backbord und Steuerbord sagen als richtige Seeleute. Das geht bestimmt besser. Der Wind scheint auch zu drehen. Ja, das Hochziehen des Segels, ohne in den Lazy Jacks hängen zu bleiben, ist nicht ganz einfach. Jetzt ist er vorne. Jetzt müsste es gehen. Und, ist es durch? Ja, heißt aber nur an den ersten. Ja, hier fehlt leider eine Kameraperspektive, wo man das Segel und die Position sehen kann. Das werde ich in Zukunft versuchen zu verbessern. Ja, da mir das viel zu langsam und viel zu schwer hochgeht, versuche ich es jetzt mal mit Hand. Und wie man sieht, das läuft ganz einfach. Keine Ahnung, was die Winch da in dem Moment hat. Ach, du kriegst es gut hoch? Ja, schon. Ich zeige gerade nach da. Jetzt hänge ich im nächsten. Scheiße. So, also jetzt kommen wir nur zurück, das Groß wieder ein Stück runter und mit einem neuen Anlauf hoch. Langsam werde ich ungeduldig, ich will das Thema endlich erledigt haben. Kann man ja vortrefflich darüber diskutieren, ob wir jetzt gerade die optimalen Bedingungen haben, das Groß überhaupt zu setzen, weil durch den Squall gibt es wirklich erhebliche Winddrehung und auch erhebliche Windsprünge, die es sehr schwer machen, das Boot dort gerade drin zu halten, um entspannt da hochzukommen, überall vorbeizurutschen. Jetzt haben wir gerade 27 Knoten. Ja, die Gastmap hatte nicht von 27 Knoten gesprochen und es ist jedoch eine erhebliche Abweichung von ihren 15 bis 16 Knoten, die in der Vorhersage war. Das kenne ich aus der Luftfahrt doch deutlich anders, dass das exakter ist. Geradeaus. Und auf die andere Seite. Jetzt haben wir den Wind aber leicht von da. Ja, wir müssen auch viel weiter mit rechts. Ja. Jetzt schon oder noch nicht? Doch, jetzt schon. Weil Achso, jetzt ist er auf andere Seite. Es läuft auf jeden Fall nicht und dafür bleibe ich doch schön ruhig und wir verfolgen weiter unser Ziel, das Segel hochzukriegen. Wir haben ja Zeit. Gut, dass du ihn haben wolltest. Ja, ist aber zu viel. Wir müssen ja gerade jetzt mal geradeaus fahren. Ist der Wind eigentlich fast von vorne? Noch ein Stück nach links, ja, oder? Ja, das ist 2, 3 Grad, dann kommt es wieder raus. Ja, ist endlich durch. Okay.
Ja, hier sieht man sehr schön den parallel fahrenden Fischer und der Squall und der daraus resultierende Wind, der uns das Leben so ein bisschen schwer gemacht hat. Jetzt setze ich das Rev 1 durch, und zwar den Anschlag vorne am Mast. Jetzt nehme ich noch vom Rev 1 die Achterleine und setze sie durch. Und wie man sieht, die Leinenführung hier auf die elektrische Winch ist schon ein bisschen schräg. Mach ihn aus und dreh. Der dreht nur mit 3 Grad. Da passiert nichts. Bis du da bist, fährst du eher in den Wellen. Der dreht ganz langsam. Der ist so ein Slow-Mo. Moment, habe ich gar keine Chance, umzukommen. Jetzt noch einmal das Groß richtig durchgesetzt und dann können wir versuchen zu segeln. Ja, mittlerweile hat uns der Fischer überholt und das Boot nur mit Groß bei dem Wind ist gar nicht so einfach auf Kurs zu halten. Ich fähre jetzt das Groß ein bisschen aus, um da ein bisschen Druck rauszunehmen, weil nur mit dem Segel luft das Boot gnadenlos an. Wir brauchen Fock oder Genu, um dann ein bisschen eine Balance herzustellen. Ja, wir kommen jetzt aus der Abdeckung raus. Es kommt die Welle mit da rein. Wir werden schneller und auch der Wind nimmt nochmal kräftig zu. Ja, durch den doch stärkeren Wind sind jetzt die Tonaufnahmen so nervig, dass ich es lieber nur wiedergebe, wie ich es ja noch in der Aufnahme gehört habe. Steffi sagt, das ist ihr zu viel Wind. Wir hätten gleich das zweite Ref reinbinden müssen. Wir sind auch jetzt mit der Fock und dem ersten Ref bei mittlerweile 28 Knoten an dem Punkt angelangt, wo wir das zweite Ref ruhig reinmachen sollten, vom Segelplan her. Und sie fängt an, sich nicht wohl zu fühlen. Man erkennt es so ein ganz bisschen an der Körpersprache und auch an den Händen, wie sie sich dort festhält. Und diese Unsicherheit überträgt sich dann auch auf mich. Und deswegen wird gleich die einzig richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht geht's am besten runter. Mach das alleine. Also Großsegel runter, belegen und dann runterfieren. Und dabei stapfen wir natürlich jetzt gegen den Wind schön in der Welle rum. Dann das zweite Ref natürlich vorne am Baum wieder durchsetzen. Ja, und auch wie vorhin das gleiche Spiel mit der achterlichen Refreine. Somit, tada, wir haben das erste Mal das zweite Ref gesetzt. Das Groß wieder durchsetzen und dann können wir uns hoffentlich endlich um das Vorsegel kümmern. Dafür müssen wir natürlich jetzt ein kleines bisschen abfallen, um dann die Fock rauszuholen, tatsächlich mal anfangen zu segeln. Der Autopilot steuert und ich hole die Fock raus. Das ist jetzt ein bisschen eng hier mit der Elektrowinch und gleichzeitig zu führen. Dazu fehlt eigentlich fast eine Hand. Die Wellen haben auch jetzt schön zugenommen und die Leinführung ist halt hier ein bisschen eng. Jetzt hängen wir in der Genua-Schot, aber das können wir gleich ganz gut korrigieren. Erst später ist mir aufgefallen, dass die Dümerleine für die Selbstwende Fock sehr lang ist und dadurch so einen Bogen macht und dies immer nur in der Mitte steht, der hohle Punkt, und die Fock gar keine Chance hat, in eine richtige Position zu gehen, wenn man sie fieren würde, etwas nach außen. Und sie funktioniert auch in dem Zustand wirklich nur hart am Wind. Da müssen wir unbedingt nachspannen, dass die auch nach außen rausgehen kann und man ein bisschen was trimmen kann. Jetzt endlich auf Kurs sieht man auch, wie ordentlich es dann doch schaukelt, selbst auf diesem breiten, großen Boot. Die Welle ist gar nicht so groß, das sind vielleicht 1,5-2 Meter, aber es ist doch schon eine Menge Bewegung hier im Rumpf und auch die Tote ist auferstanden und gibt jetzt Getränke hoch. Dabei ein bisschen auf Schönwettersegeln ausfallen mit 15 Knoten Gasts, bin ich jetzt auch tatsächlich endlich dazu gekommen, mal die Schwimmweste anzulegen, um dem Wetter entsprechend und auch dem Vorhaben ausgerüstet zu sein. Ja, lange geht der Spaß nicht. Wir müssten ja gefühlt sehr weit wegfahren von Martinique, um jemals zurückzukommen nach Limerin. Steffi gefällt das auch gar nicht. Sie hat da null Spaß in dem Moment dran. Also Motor an, Gang rein und die Wende gefahren. Eine Wende fährt sich nur das Boot mit Motor. Oder man muss halt eine Halse fahren. Es ist sehr schwer, die drei Rümpfe durch die Welle bzw. durch den Wind zu bekommen. Ab jetzt machen wir auch Motorsegeln. Wir können dadurch natürlich mehr Höhe fahren und versuchen dann zwischen dem Inselchen und der Landzunge dort reinzukommen, um noch so ein Halbsegel-Feeling zu bekommen. Und das geht auch noch einen kleinen Moment. Aber dann stellen wir halt fest, dass der Wind exakt von da kommt, wo wir holen wollen, nach Limerin, und werden gleich die Segel bergen und das letzte Stück sehr mühselig mit dem Motor dort reinfahren. Jetzt geht alles so rückwärts. Mit der Elektrowinch wird die Fock eingerollt. Über die zweite Winch wird die Fock gefiert. Und dann geht das Stück für Stück rein. Und wir stampfen da Richtung Ecke. Das Groß lassen wir noch draußen. Das war mir jetzt in der Situation alleine zu frickelig, das reinzuholen. Und da wir genau gegen den Wind fahren, hat es auch nicht gestört. Tatsächlich werden wir jetzt aber an Backboard überholt, wo uns jemand zeigt, wie man richtig am Wind segelt. Und die waren auch vor uns in Limerin. Und das ganz ohne Motor.
Dann bereiten wir uns auf die Einfahrt vor und da müssen natürlich die Kugelfenderchen wieder angebracht werden und Backbord und Steuerbord bringe ich auch extra hinten an den Ecken Fender an, dass falls ich mich beim Reinfahren verkeile, dort nicht mit der Ecke irgendwo den Boot reindrücke oder Schäden anrichte. Da wir nicht wissen, ob und wie viel Unterstützung wir dann am Steg haben, bringe ich uns an Backbord und Steuerbord noch eine Leine an, dass falls wir keine Festmatte vom Steg rüber können, wenigstens mit einer Leine rüberspringen können, um das Boot festzumachen. Nun folgt der Hafenkino-Part und wir müssen sagen, das ist unser erstes Anlegemanöver und wir müssen natürlich ein bisschen schauen, wie sich das Boot verhält. Rückwärts ist halt, wie oft bei Booten, braucht man ein bisschen Schwung, damit man überhaupt eine Ruderwirkung hat. Und wir müssen jetzt neben der Nähe 43 rechts davon und links neben dem Monohull reinfahren. Die Boje liegt etwas rechter von der Nähe 43, sodass ich so eine Art S fahren muss, um erstmal das Heck dort rumzukriegen, um dann, wenn ich an der Boje vorbei bin, wieder Richtung Nähe rüber zu stoßen und die Lücke dann sozusagen perfekt zu treffen. Deshalb läuft das Ganze auch hier mehr Richtung Monohull. Und in der Analyse muss man sagen, es hätte noch einen halben Meter weiter drüben sein können bei der Nähe. Aber ich habe irgendwie Angst, immer an dieser blöden Boje hängen zu bleiben. Steffi macht das hier ganz toll. Sie ist auch auf der Backbordseite bei dem Monohull und wird uns da gleich mit allen möglichen Kraft und Fender frei halten. Ihre Anweisung zwischendurch ein bisschen langsamer zu fahren, kann ich natürlich nicht umsetzen, weil dann habe ich keine Ruderwirkung mehr. Ich muss da schon mit Schwung rein. Das Schöne an dem breiten Klotz ist, wenn der jetzt erstmal in dieser Lücke drin ist, dann ist er halt stabil, dann kann er nirgendwo mehr hin, außer hinten vielleicht gegenschüsseln und selbst das klappt nicht, weil das Dinghy genau dort ist, wo dieses Schild ist und ein perfekter Puffer ist für den Notfall, bevor überhaupt die Kugelfender an den Steg kommen können. Nett auch, dass uns hier der Stegnachbar das Tau abnimmt, damit wir das schon mal belegen können und das ist auch die Luftseite, also wir sind hier auf der richtigen Seite. Und dann sind wir stabil in der Lücke und haben alle Zeit der Welt, die Mooring festzumachen. Mit nur zwei Mann Crew und mit der Größe des Bootes und der Lücke, die an sich ein bisschen zu klein ist, die muss man immer ein bisschen freistoßen. Und auch noch dafür, dass es regnet, sind wir damit aber sehr zufrieden, haben das gut hinbekommen. Ja, trotz Waschmaschine an Bord gibt es doch nichts über so eine richtige Maschine, die ordentlich die Bettwäsche durchknetet. Man kann sich hier sogar mit seinem Telefon verbinden, dann kriegt man eine Nachricht aufs Handy, wenn die Waschmaschine fertig ist. Sehr nett. Und ohne Trockner kriegt man in der Karibik eh nichts trocken. Ja, Wasser haben wir jetzt schon runter. Das wollten wir leer machen, bevor wir abreisen. Das sollte im Moment auslaufen. Und Diesel haben wir von halb bis da verbraucht. Ist jetzt also noch nicht kritisch, dass wir nachtanken müssen. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal beim Zuschauen dabei, wenn ihr seht, wie unser Abenteuer hier weitergeht. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, tschüss.